Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Grünfelder Land in der Version 1.6. Und ich mache mich mal hier schön mit dem Terrados auf den Weg zur Ernte. Ein riesen Teil. Ich werde aber, glaube ich, hier in der Ecke einfach schon mal anfangen. Sieht mir eigentlich ganz gut aus dafür. Na, gucken wir mal, wie schnell der Kollege zum einen voll ist. Und vor allem, wie viel hier runterkommt. Ich werde jetzt mal ein Vorgewende fahren und dann mir GPS einstellen. Und mit GPS ein bisschen fahren. Weil die Ernte an sich, die wird einfach ziemlich lange dauern. Aber ich glaube, der Ertrag wird sich auch rentieren. Was haben wir denn gerade? Kohl. Kohl, hier. Alter, 800. Okay. Der Tank ist halt nicht ganz voll. Hoffentlich wird das nicht zum Problem. Achso, ich hatte ja eigentlich den Plan, dass ich hier den mit Dings da fahren lasse, ne? Mit Cosplay. Und ich mich nur ums Abfahren kümmere. Aber, wie ich gerade sehe, wurde ja im letzten Update auch die Erträge und so angepasst, um die Preise ein bisschen besser kalkulieren zu können, sozusagen. Vielleicht wurde hier dran auch was geschraubt, sodass wir gar nicht den riesen Ertrag haben, den es vielleicht früher in der noch früheren Version mal gab. Weil wenn ich jetzt ganz ehrlich mal gucke, wir sind jetzt erst bei 6000 Litern. Das ist jetzt nicht mehr so viel. Und ich meine, es ging ganz anders zur Sache. Noch in der 1.5. Dann werde ich jetzt mal das GPS einrichten. Hoffe mal, es möchte so wie ich. Das automatisch, automatisch. Und dann schauen wir mal. Müsste eigentlich passen. Da hinten rechts wird ein Flecken übrig bleiben. Den muss ich halt dann nochmal von Hand ernten. Hier auch, wie wir sehen. Aber das bisschen ist eigentlich kein Thema. Ich mir, denke ich, keine Sorgen machen muss, ist, dass der Kohl nicht in mein Silo passt. Ich denke, der wird gut reinpassen. Wird nicht übermäßig viel sein. Ich werde mir, denke ich, auch einen Ladewagen kaufen.
und dann um die Felder rum das Gras ernten zu können. Das ist, denke ich, eine ganz gute Möglichkeit, um so Ladewagen. Doch, ich habe ja einen Heuschober. Ist, denke ich, eine ganz gute Möglichkeit, um einfach das Gras für die Kühe zusammenzubekommen. Und das Wiesenfeld, was ich da hinten noch habe, das werde ich dann eben hauptsächlich für Silagegras, also Gras, was in den Fermenter kommt. Ja, stimmt, dafür bräuchte ich auch einen Ladewagen. Oder ich mache einfach Grasballen. So, der erste Terrados ist so gut wie voll. Darum fahren wir jetzt mal zum Abtanken. Knapp über 40.000 sind drin. Und ich habe jetzt einfach der Praxis halber bezüglich dem Wendekreis angefangen, jede dritte Bahn zu fahren. Dadurch sollte es ein bisschen einfacher werden. So, nochmal abtanken, dann ab ins Silo. Sieht eigentlich bisher ganz gut aus, die Ausbeute. Ich denke, so 200.000 könnten wir runterkriegen. Voll die Glotte. Ja, da habe ich mich in der Reihe ein bisschen vertan. Ist aber nicht ganz so wild. Gut, ich werde dann hier voll fertig ernten und dann sehen wir uns, denke ich, am Ende nochmal kurz. Oder hören wir uns am Ende nochmal kurz, beziehungsweise beim nächsten Abtanken vielleicht auch schon. Nein! Shit, ey. Das Ding auch anstellen wäre ganz sinnvoll. Ne?
der Ernte von dem Feld haben wir hier noch einen Trailer voll mit knapp 99% und wir haben 105.000 Dings da hier Kohl im Silo. Das ist schon mal ziemlich gut. Und da werde ich damit jetzt mal zum Hof fahren, das einlagern und dann sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Schon. So, ich hoffe mal, dass jetzt kein Auto entgegenkommt. Wobei ich kann auch hier rechts fahren. Da kommt dann definitiv kein Auto. In der nächsten Folge werde ich mich damit befassen, welche Produktion ich brauche, um den Kuhhof in Betrieb zu nehmen. Das sind nämlich ein paar, weil wir brauchen ja Wasser. Und Wasser kriegt man nicht einfach so, sondern wir müssen das ja herstellen. Und um das herstellen zu können, brauchen wir so ein paar andere Produktionen noch. Aber wie gesagt, das werden wir dann in der nächsten Folge thematisieren. Jetzt sind wir hier erstmal fertig. Das kommt noch schnell ins Silo. Und dann machen wir Feierabend. Verkaufen werde ich das ganze Ding erst dann, wenn der Preis für mich in Ordnung ist. Das heißt, ich werde jetzt die nächsten Folgen einfach den Kohlpreis im Auge behalten. Gucken, wann der mal relativ hoch steht für meinen Geschmack. Und dann werden wir den Kohl verkaufen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo und einen Kommentar freuen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.